Jo, dann geht's wohl mal weiter mit Bahnstation Nummer 1. Rücken Sie durch die Pipeline vor und erobern Sie das Bahngelände zurück. 8. Dezember 1942. 14.45 Uhr. 1942, 14.45 Uhr drücktest du auf den Abonnier-Button. Stalingrad, Schnee, 28 Grad. Wir haben ein Vorratslager gestockt und stocken unsere Munition und sonstige Güter auf, bevor wir vorrücken und unseren Genossen am Bahngelände unter die Arme greifen wollen. Das Bahngebäude an der Station Nummer 1 ist momentan in der Hand der Deutschen. Lieutenant Volsky sagt, dass es innerhalb der letzten 6 Stunden 12-mal die Seite gewechselt hat. Der sicherste Weg dorthin dürfte sicherlich durch eine Pipeline führen, allerdings nur so lange, wie die Deutschen nicht wissen, dass wir darin sind. Gut. Die Pipeline. Okay, Genosse, hier ran, gehen wir. Naja, es sieht wirklich sehr gemütlich aus. Viel Glück, Genosse. Volodya. Na, was mache ich? Schießen oder nicht? Kommt wenigstens mal ein bisschen frische Luft hier rein. Boah, Leute. Okay, die Richtung. Na? Ey, hab ich nicht gesehen, ne? Den einer gerade. Nein, nein, nix Sanitäter. Das genau ist meine Mission gerade. Treffen Sie sich am Bahngelände mit dem zweiten Trupp. Das heißt, ich muss hier raus, oder was? Ja, da bin ich doch. Was wagen? Ja. Genau das ist das, was ich erwartet habe, dass passiert. Ja, weiter geht's. Und das war's dann jetzt hier? Ich check's nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist immer noch wahnsinnig laut. Ach, guck mal, hier ist. Geht's ja weiter.
soll mir auch mal einer sagen, ne? Ja. Ja? Im wahren Leben wäre das Ding wahrscheinlich abgestürzt jetzt. Scharfschützengewehr dabei. Da ist ein MG-52. Habe den ersten Stock. Ja. Das habe ich gesehen. Habe ich erledigt. Sichert das Banngebäude, Genosse. Da geht's, Genosse. Wir Mütterchen Russland. Stirb durch den. Wir machen noch fertig. Adios. Schnell, der Kugel ist Mutter. Na? Deutsche Überraschung. Langsam wird's eng mit der Munition, ne? Noch ein bisschen auf Sturmangriff. Ja, schmeiß mir eine Granate. Ich hole mir die Munition von hier draußen noch. So. Jetzt wird's entspannter. Ah, okay, das war dumm. Das war nicht clever von mir. Ja, das war schon ein bisschen besser, aber naja, optimal auch nicht. Südöstlich war er. Die Granate mal bei dir. Boah. Na? Alter, bitte. Deutsche Gruppe! Vorsicht! Aus dem Süden! Bei den Sanzen! Hinter uns! Ja, ich hätte es lieber aufgenommen. Und hier hingesetzt. Ja, gucken wir mal. Ach guck mal, wir haben wieder Munition dafür. Wunderbar.
werfen, ne? Wollte auch schon wieder eine Granate werfen, ne? Besser nicht, aua. Feindliche Infanterie! Südöstlich von uns! Feindliche Infanterie! Im Erdgeschoss! Erdgeschoss! Der macht uns keinen Ärger mehr! Aua. Deutsche! Erdgeschoss! Rechte Seite! Feindliche Infanterie! Neben uns! Auf dem Boden! Feindliche Infanterie! Einen hat's erwischt! Na, nicht nur einen. Ich habe auch was abbekommen. In Deckung! Brömel! Braucht Deckung! Lade nach! Eine Granate! Oh Mann, ey. Leute, die kommen nicht mehr hoch. Das ist doof. Was? Panzer mit Haftbomben? Welchen Panzer? Welche Haftbomben? In Südwesten. Ach da. Nein! Da sind die mir in das... Gott sei Dank ging's direkt weiter. Oh. Na, ja, geh doch rein da. Was ist los? Ja, fast schon wieder Mütterchen Russland verraten. Piotr, in Deckung gehen, los! Boris, schnell, Deckung geben, muss nachladen! Noch eine Stellung östlich des Bahngebäudes, schaltet sie aus! Oh mein Gott, ey. Feindliches MG im Osten, ausschaltet! Kommunisten, oben im ersten Stock, links, er braucht Hilfe, er wurde getroffen. Eine Granate! Maschinengewehr, MG42! Ja, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Ich lade erstmal nach. Belgia, suche die Deckung bei der kaputten Mauer. Hör meinen! Kommunisten, oben im ersten Stock, Feuer auf die Truppen konzentrieren. Oh wow. Feinde! Oben im ersten Stock! Rechte Seite! Wie erbärmlich! Sowjetische Truppen! Oben im ersten Stock! Russland, wir müssen sie aufhalten! Oh Mann, scheiße. Gott, das sind MG-Stellungen. Ich will da hoch. Aber noch. Noch bestimmt ein schnickes Scharfschützengewehr, ne? Da für mich, oder? Leute, habt ihr doch für mich, oder? Oh. Shit.
Jetzt muss ich mit der Ausrüstung hier. Oh Mann. Maschinengewehr, MG42, bei der kaputten Mauer in Nordosten. Das ist doch ein Helm, ne? Sieht so komisch unförmig aus. Gesehen. Jetzt hätte ich ein Zielfernrohr. Ziel erfüllt. Spiel gespeichert. So, laden wir mal nach. Und dann gehen wir noch zur Stellung B. Eliminieren Sie die vordere feindliche Position. Mann am Boden! Feuerstellung bei den Okay. Ist das hier noch echt das Gebäude? Das ist das Gebäude hier. Okay, dann müssen wir einen Eingang suchen. Nehmen wir den hier. Aber ich bin am überlegen. Kommunisten! In der Nähe des Tiefladers! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Ah, das schießt ein bisschen schneller hier. Sowjetische Truppen! Russische Granate! Oben im ersten Stock! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Granatenangriff! In Deckung! Tag! Truppen oben im ersten Stock. Jawohl. Tötet die Kommunisten. Steckt der Ass in die Mütze. Ja. Hat man damals in Deutschland beleidigt oder war gemein, ne? Steckt dir das in die Mütze. Ja. Ah, das war jetzt kribbelig. Ich wäre jetzt fast hier runtergesprungen, ne? Aber das wäre wahrscheinlich ziemlich dumm gewesen. Ich glaube, dann wäre die Runde schon wieder vorbei. Ah, bam, 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 bam. Gut gemacht, Genosse. Das sollte für Sie erstmal reichen. Ohne Frage kommen Sie in ein paar Stunden zurück. Lasst uns zum Bahngebäude zurückgehen. Los! Juhu, juhu, juhu. Und alle, die es noch nicht getan haben, abonnieren. Juhu, juhu, juhu. Oder auf den Sieg ein Däumchen nach oben. Way. Hab vor allen Dingen niemals Angst. Der Feind, der dich zum Rückzug zwingen will, hat genau in diesem Moment Angst vor dir. Und wenn ich mich nicht irre,
Müsste heute, an dem Tag, an dem das veröffentlicht wird, Heiligabend sein. In dem Sinne, schöne, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, aber bis dahin gibt es neue Videos. Ja. Genau. Hab vor allen Dingen niemals Angst. Der Feind, der dich zum Rückzug zwingen will, hat genau in diesem Moment Angst vor dir. André Moa. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Vielleicht kennt ihr ihn. Ja, machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es dann weitergeht mit Festung Stalingrad. Angriff auf die Innenstadt. Beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.